Die Staatsmeistertitel in den lateinamerikanischen Tänzen wurden jüngst im wunderschönen Ambiente des Festsaals im Wiener Rathaus vergeben. Als große Favoriten gingen da die bisher vierfachen Meister Gustav Sarais und Katharina Würrer auf das Parkett. Es ist tatsächlich eine großartige Atmosphäre, in der die besten österreichischen Lateinpaare aufeinandertreffen. Der Vienna Dance Concours, ein traditionelles Tanzsportfest, feiert 25-Jahr-Jubiläum. Das Publikum bekommt neben vielen Seniorenturnieren in allen Altersstufen diesmal auch Lateintanz vom Feinsten serviert. 17 Paare sind am Start, eines sticht besonders heraus. Gustavs Ernest Arais und seine Partnerin Katharina Würrer, hier mit der Nummer 31, bestätigen eindrucksvoll, dass sie momentan Österreichs absolutes Spitzenpaar des Lateintanzes sind. Die Niederösterreicherin und der gebürtige Lette tanzen seit 6 Jahren gemeinsam und werden von allen Wertungsrichtern in allen Tänzen an die Spitze gesetzt. Die 26. der letzten Weltmeisterschaft in Schwechat können trotz starkem Teilnehmerfeld unangefochten ihre Siegesserie fortsetzen. Die beiden gewinnen den 5. Staatsmeistertitel in Folge. Trotz ihrer Dominanz wirken sie erleichtert. Natürlich schauen wir, dass wir immer top vorbereitet sind, aber sag niemals nie. Also natürlich gehen wir in jedes Turnier mit unserer besten Leistung hinein und wir geben unser Bestes. Und man darf natürlich die Gegner nie unterschätzen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir es zum 5. Mal doch geschafft haben. Was bedeutet ein Staatsmeistertitel, ein 5.? Also für mich ist das das Größte überhaupt. Also ich bin mega glücklich und sowas 5-mal zu schaffen, ist eigentlich ein Kindheitstraum, der da wahr wird. Die Zweitplatzierten der vergangenen Jahre sind diesmal verletzungsbedingt nicht am Start. Deshalb ist der Weg frei für ein neues Vizemeisterpaar. Und das heißt erstmals Giuseppe Inca d'Asciato und Eva Fuß. Die beiden tanzen seit knapp einem Jahr gemeinsam. Der gebürtige Italiener war schon für Lettland, die Slowakei und Frankreich am Start. Jetzt hat er mit Eva Fuß auch international schon einen guten Weg eingeschlagen. Platz 2 für das Paar aus Wien. Oh, Pumba, Jaifu oder Cha-Cha-Cha, das Publikum im Wiener Rathaus ist von den Leistungen beeindruckt. Der Tanzsport hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Der gravierendste Unterschied ist das Tempo. Denn wir haben ungefähr halb so schnell getanzt, wie es heute ist. Das ist gewaltig. Also von den Drehungen her überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und die Schrittkombinationen einfach fantastisch. Geschwindigkeit, Präzision und technische Höchstleistungen. Das verlangt Lateintanz heute. Die Paare der Schatzmeisterschaft bieten diesmal alles davon.